Yo Jungs, was geht ab? Mucke wieder am Start. 24 Stunden Stream ist durch. Es ist Montag. Fängt wieder neu an die Woche. Montag sagt man immer, es ist Scheißtag. Finde ich gar nicht. Alter. Ich finde Montage eigentlich recht entspannend. Vielleicht ist es nur bei mir so. Hinten, Alter, der geile Holzklappstuhl, auf dem der Kevin irgendwann mal einen 24 Stunden Stream verbracht hat. Grüße geht raus an Kevin. Ey Jungs, seht ihr die Haare? Nicht mehr grün. Ich bin so glücklich. Es war eine... Boah, das war wirklich eine Herausforderung, grüne Haare zu tragen. Mal abgesehen, ich fand das scheiße wegen dem Greenscreen, aber das Beschissenste war an den grünen Haaren, ich hab mich mehr geschämt, oder was heißt geschämt? Ich fand das richtig unangenehm, damit durch die oder in der Stadt rumzulaufen, die einkaufen zu. Die Leute haben dich so geguckt. Bei Pink denkt man ja, ja, okay, vielleicht hat der eine Wette verloren oder so. Aber grüne Haare, denkt man so, Alter, der meint das so ernst oder so. Der sah wirklich nicht schön aus. So blassgrüne Haare. Eieieiei, kann ich, naja, geht um selbst. Ne? Vielleicht mag das einer so. Also ich mag das definitiv nicht. Jungs, es ist Montag. Und was gibt's zu sagen? Wir haben jetzt gestern haben wir den 24-Stunden-Stream gemacht. Der war, Jungs, Dankeschön an alle, die dabei waren. Alle, die mitgemacht haben. Wir haben so viele. Wir machen jetzt viel mehr Community-Games in letzter Zeit. So, wir haben jetzt mit, naja, mit Ark haben wir jetzt so eine Pause eingelegt. Ark muss, ja, es ist, wir haben zu viel Ark gespielt. Wir brauchen ein bisschen Erholung von Ark. Jetzt kommt mehr HNZ1. Kann man mega geil mit der Community zusammenspielen. Macht mega Bock. Wir haben wieder so viele neue, die dabei sind. Macht schon Bock. Leider wollte ich noch Ark spielen. Ich habe gerade sowieso mit Ark. Wenn ihr schon beim Thema Ark sind, Jungs, ich habe gerade ein Problem. Vielleicht hat das jemand auch. Mir wurde gesagt, liegt an Windows 7. Ich habe Ark geupdatet und das läuft bei mir nicht mehr. Das crasht die ganze Zeit. Ich werde das jetzt mal nochmal deinstallieren, neu installieren. Vielleicht geht's, vielleicht nicht. Falls ihr da Infos oder Tipps habt oder falls ihr da selber mal hattet, sagt mal Bescheid. Stürzt einfach ab. Da kommt so ein mega fetter Error mit 100.000 Sachen. Hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. Werde ich mal testen. Aber wie gesagt, zurzeit Arc-Pause. HNZ1 macht zurzeit mega Bock. Ist mega geil, mit der Community zusammenzuspielen. Fünfer, Duo, Solo. Wenn ihr Bock drauf habt, kommt vorbei im Stream. Immer wieder daddeln. Jungs, wir machen fast nur Fünfer. Ab und zu mal Solo. Ja, jetzt habe ich gestern Abend noch, ne? Also, was heißt, ich habe nach einem 24-Stunden-Stream. Ich finde 24-Stunden-Stream sowieso. Macht mega Bock. Okay, wir haben auch eine geile Community, die das lustig macht. So, Dankeschön auch an alle, die, wie gesagt, alle, die mitgespielt haben. Es war mega lustig. Ging mega schnell vorbei, der 24-Stunden-Stream. Ich glaube, die 22. und 23. Stunde war die schlimmste. Weil das ist die Zeit, das ist die Down-Phase, wo man übertrieben müde ist. Ich glaube, ich bin noch ein paar Mal eingeschlafen, so während des Spielens. Ich weiß also, wir haben Filmer gespielt und ich bin Auto gefahren. Auf einmal wach ich, so, mach die Augen auf einmal bin ich mitten im Gefecht und war am Kämpfen. Und dann habe ich noch ein paar Leute gekillt und dann, boah, ich war so down. Ich habe gar nichts mehr mitbekommen. Aim-technisch war auch nicht so toll, aber war schon lustig. Wir haben gespielt, was haben wir gespielt? Wir haben ein bisschen CSGO gespielt. Wir haben, wir haben 3-4 Games, ein bisschen Binding of Isaac gespielt. Wir haben ein bisschen Rainbow Six gespielt. Das hat mich enttäuscht. Und die Grafik war nicht mehr die. Haben die eigentlich das an der Grafik geändert? Oder habe ich mir das falsche Spiel runtergeladen? Overwatch ging leider nicht. Overwatch fängt erst ein paar Tagen die Season an. Da bringen wir auch mal ab und zu ein Game, falls jemand mitzocken will. Ja. Oh, da kommt wieder Handy. Jungs, was ich jetzt seit gestern Abend wieder spiele, weil ich habe nur drei Stunden gepennt. Ich weiß nicht, ich habe 3 Stunden gepennt. Ich bin super fit. Es ist wieder... 10 Stunden sind um, nein, länger, 12, 13, 14, 15 Stunden sind um. Ich bin übertrieben fit. Ich weiß nicht wieso, also ich könnte jetzt fast glatt nochmal 24 Stunden Stream machen. Und es war irgendwie nachts, mir war langweilig. Ich habe überlegt, was zockst du? Alle waren offline, also von Sonntag auf Montag, ne? Klar, die Leute arbeiten, ist keiner mehr im TS, ist nicht wie am Wochenende, so 4 Uhr morgens, da sind noch 20 Leute auf dem TS, mit denen man daddeln kann. Ist nicht mehr so. Wir haben. Oder ich habe mir gestern so überlegt, dann habe ich, da war jeder draußen auf dem TS und ich habe meinen WoW wieder aktiviert. Ich spiele auf Egwin, Allianz. Wenn wer Bock hat, Allianz-Seite, ein paar Moves zu machen oder so, kommt vorbei. Ich werde jetzt das so machen, dass ich immer am Anfang, ich denke 4, 5, 6 Stunden HNZ einzocken werde. Im Stream heißt also 18 Uhr fangen wir an. Ich schätze so bis 22 Uhr zocken wir ein bisschen HNZ1. Wenn da jemand Bock hat, kommt vorbei. Und später, dann abends, nachts, dann werde ich noch ein paar Müllfix und so, ein paar World Quests erledigen. Wenn also wer Bock hat, einen Warlock ein bisschen beim Spielen zuzugucken oder mir zu helfen, oder vielleicht können wir ja so, vielleicht schaffen wir ja sogar so eine Gilde aufzumachen mit 5, 6, 7, 8 Mann und können so eine Müllfix oder vielleicht sogar einen Raid oder so zusammen machen. Keine Ahnung, mal gucken.
Ihr seid auf jeden Fall alle eingeladen, Jungs. Ich bedanke mich herzlich für euren Support. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Peace and out. Ah ja, Jungs, ich sag jetzt noch etwas, bevor ich Schluss mache. Das kommt wirklich, das kommt richtig ungezwungen und das meine ich auch so. Aber mir hat eben gesagt, ich soll mindestens dreimal Raffe ist der Beste, Raffe ist der Beste, Raffe ist der Beste sagen. Also, haut rein. Peace and out, Jungs.